Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind nach langer Zeit mal wieder in Sanctuary und schauen mal, was wir alles so herstellen können, wie wir unsere Sachen, wie wir unsere Waffen verbessern können. Hier Old Faithful hatte ich ja gekauft. Schauen wir mal, wie wir das optimieren können, hier das Gewehr. Er hatte diesen Photon-Agiator dran, überlegener Schaden durch kritische Treffer. Überlegene Präzision und Magazinkapazität. Ja, aber nur 30 Schaden. Da ist der jedoch richtig geil. Einfach erhöhter Schaden. Ja, nehme ich das. Baue ich ein. Zack. Verbesserter kurzer Lauf ist im Moment installiert. Verbesserter Scharfschützenlauf. Kann ich nicht bauen, weil ich zu wenig Glasfaseroptik habe. Das ist natürlich jetzt blöd. Glasfaseroptik. Gut, muss ich darauf noch sparen? Kolben. Mal gucken, was wir da noch haben. Außergewöhnliche Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückstoßdämpfung. Besseres Ziel mit Zielfernrohren. Ja. Kann man eigentlich so lassen. Zielfernrohr. Ist, glaube ich, auch so okay, das normale Zielfernrohr. Oder Reflexvisier. Ich gucke gleich mal durch, was das für ein Zielfernrohr ist, was wir da haben. Mal gucken, was haben wir hier noch? Haben wir noch, teilt den Strahl? Ja, das will ich eigentlich nicht. Und das hier teilt auch den Strahl. Nehme ich das hier. Überlegene Reichweite und Präzision, erhöhte Rückstoßdämpfung. 7 von 77 Glasfaser. Was war denn das? War das nicht Glasfaser, was wir hier brauchten für den Lauf? Nee, Glasfaseroptik war es. Okay, Keine Ahnung, wo man Glasfaseroptik herbekommt. Müssen wir mal schauen. Im Moment macht unser Old Faithful noch nicht so viel Schaden. Hier, wir sehen, unser Laserbeam mit 69 ist da deutlich krasser. Ach, ich habe ihn auch noch gar nicht ausgerüstet, sehe ich gerade. Kurz gucken. Waffen. Old Faithful. Kommt dahin. Und soll ja ein Snipergewehr werden. Von daher ist das Zielfernrohr schon mal okay so. Vielleicht baue ich sogar noch ein größeres drauf, wenn wir dann die neuen Gerätschaften haben. So, dann gucken wir aber nochmal hier auf der Rüstungsbank. Da habe ich auch schon lange nicht mehr nachgeguckt, ob ich irgendwas Neues herstellen kann. So, das ist im Moment legiert. Könnte man noch poliert machen. Ja, machen wir, ne? Kostet so gut wie nichts. Einfach nur ein bisschen Kleber. Stahl und Stoff haben wir eh genug. Steht dir gar nicht schlecht. Taschen. Zusätzliche Taschen gibt es dann sogar auch noch jetzt mit Rüstmeister 2. Bleiverkleidet würde mich dann... Also es kommen ja nur Sachen in Frage, die Rang 2 sind. So, da gäbe es jetzt Bleiverkleidet. Hat halt ein bisschen Strahlungsresistenz. Gedämpft hat, verbessert einfach nur das Gewicht und senkt die Wahrscheinlichkeit beim Wegen entdeckt zu werden und erhöhte Tragekapazität. Leute, ich, ohne Scheiße, ich nehme die erhöhte Tragekapazität. Denn mit den Taschen, das ist echt, ich bin einfach so ein krasser Typ, der einfach alles lootet. Da brauche ich das. So, dann machen wir das hier auch poliert. Und die Taschen erweitern wir auf zusätzliche Taschen. Gucken, was es hier nachher noch so gibt. Starke Angriffe brauchen weniger AP. Stark verringertes Gewicht und erhöhter AP-Bonus. Und waffenlose und Nahkampfangriffe ignorieren einen Teil der Rüstung des Ziels. Das ist natürlich auch krass dann mit Rang 4. Aber zusätzliche Taschen. So, das reicht erstmal. So, was haben wir hier fürs nächste Teil? Wird auch poliert.
Und statt den Taschen installieren wir wieder die zusätzlichen Taschen. Und dann haben wir hier noch das nächste Teil. Okay, das geht nur bis vernietet. Da haben wir schon das Beste. Und zusätzliche Taschen hat es auch schon. Aber unser Ödlandbrustteil haben wir noch. Vernietet. Es geht auch nur bis vernietet. Ah. Biocom-Interface ist da drin. Erhöht die Wirkdauer von Camps um 50%. Okay, das ist für mich total dämlich, weil ich überhaupt keine Camps benutze. Von daher nehme ich hier, gucken, was es noch so gibt. Gepolstert, ja, nicht schlecht. Taschen, verringert Energieschaden und die Immunität, dagegen Feuer zu fangen. Okay, reduziert Strahlungsschaden. Und tiefe Taschen. Ja, nehmen wir auch wieder die tiefen Taschen. Ultra Leichtbau sind dann direkt 5 Gewichtseinheiten weniger. Ne, 6 Gewichtseinheiten sogar fast. Nehme ich hier auch wieder die tiefen Taschen. Mal gucken, wie weit uns sich jetzt die Tragekapazität erhöht hat von uns. Vorher waren es 230, jetzt sind es 290. Also 50 Kapazität bekommen jetzt durch das Upgraden. So, und jetzt will ich euch mal kurz darüber informieren, was wir so alles machen. Und zwar habe ich einfach mal alle Quests aktiviert auf der Karte, alles anzeigen lassen, was wir so haben. Und es fällt auf, dass halt viel hier dieses kleine Gequeste ist, direkt in Diamond City, beziehungsweise um Diamond City herum. So, und mein Plan ist es jetzt. Zuerst mal werden wir hier die nördlichen Sachen machen, sprich die Beantown-Brauerei besuchen und die Wasseraufbereitungsanlage und hier eine mutierende Farnblume bringen, dem guten Solomon aus Diamond City, und vielleicht auch noch das Poseidon-Reservoir und vielleicht auch noch hier die Baseball-Sachen. Und was mir eingefallen ist wieder, wir hatten ja irgendwas abstürzen sehen hier auf dieser Flugschneise hier Richtung Oberland Station. Da werde ich auch nochmal nachschauen, jetzt gleich, direkt als erstes. Wir fangen mit der Beantown-Brauerei an jetzt in dieser Episode und werden dann werden zuallererst mal gucken, ob wir da irgendwas finden, ob hier irgendwas abgestürzt ist in dem Raum um die Beantown-Brauerei herum. Und danach, wenn wir die Sachen hier gemacht haben, dann werde ich mich weiter dem Norden widmen. Denn hier haben wir auch wieder 2 Quests. Die Kinderkrippe nach wie vor und das Trainingsgelände der Nationalgarde. Und hier haben wir eine neue Quest hinzubekommen. Untersucht das Museum der Hexerei, auch aus Diamond City. Ja, und dann werden wir hier bis zu dieser kleinen Halbinsel hier unten und hier oben alles entdecken. Und dann werde ich mich den Aufgaben in Diamond City wieder widmen. Es kann natürlich sein, dass wir zwischendurch mal wieder nach Diamond City reinkommen, weil wir ja, einfach dort was verkaufen möchten oder ähnliches. Und ja. Kann ich jetzt so noch nicht sagen. Aber die Quests werde ich auf jeden Fall erstmal so nicht machen. Wieder mal ein längerer Ladebildschirm hier. So, und die Beantown-Brauerei. Ich bin mal echt gespannt, was hier jetzt noch sein soll. Weil wir ja eigentlich da schon gewesen sind und alles gekillt haben. Einfach irgendwas aufgetaucht ist. Hier das Boot war mir aber auch noch nicht aufgefallen, dass hier so ein Boot ist. So, ich wollte aber zuallererst mal zu dieser Farm. Und die ist hier in der Richtung. Wir sind fast da. Hm.
ist nichts, oder? Schade, ich hatte gehofft, dass hier irgendwas zu finden ist. Vielleicht irgendwie ein Krater oder so. Wo so ein Meteorit eingeschlagen ist oder sowas. Das hätte ich eigentlich ganz cool gefunden, aber scheinbar ist hier nichts. Also zumindest nicht hier. Was ist hier? Eine Höhle? Huch, jetzt bin ich schon reingegangen. Wollte ich gar nicht. Eine Höhle. Sind bestimmt wieder Maulwurfsratten oder so am Start. Was ist das? Grüner Schleim? Was ist das? Ein Alien! Ein Alien, Leute! Huch, jetzt habe ich es weggeklickt. Alien Blasterpistole? Schaden? Oh, nicht schlecht. 100er Feuerrate, Alter, die geht ja ganz schön ab. 1500 hat die Wert. Alter. Aber AB-Patrone. 445 Schuss. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben Fang würde. Du nicht auch noch an. Cotsworth hat schon immer gesagt, das ist für nichts zu gebrauchen. Aber sind die Sachen gut, die ich sammle? Alien Blasterpistole. Mal ausrüsten. Wie sieht das Ding denn aus? Cool. Ach, das ist die, die man auch am Ladebildschirm öfter mal sieht. Ich will jetzt aber nicht schießen. Ich würde zwar gerne mal schießen, aber ja. Keine Ahnung, ob wir noch Munition finden dafür. Alien-Waffe ist, dann hat die bestimmt auch Alien-Munition, oder? Und Alien-Munition kommt jetzt auf der Erde nicht so häufig vor. Aber geil, dass da so ein Alien in der Höhle ist. So, keine Ahnung, was es da macht, aber Aliens gab es ja auch schon in Fallout 3, dann mit dem Add-on. Weiß gar nicht mehr, welches Add-on, wie das Add-on genau hieß, aber gab es auf jeden Fall. So, weiter geht's jetzt hier. Oh, Gott sei Dank. Mit Travis. Du bist da. Also, jetzt ist es soweit. Wenn sie Vadim haben, dann ist er vermutlich drin. Uns passiert doch nichts, oder? Ja, am coolsten wäre, wenn du hier bleiben würdest und ich alleine reingehe. Behalt einfach einen kühlen Kopf, okay? Denk nicht zu viel drüber nach. Okay. Ja, klar. Sicher. Dann kommen wir alle hier heil raus. Irgendwelche letzten Ratschläge? Ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, bleib hinter mir. Ich gehe zuerst rein. Du bleibst hinter mir. Halt mir den Rücken frei. Okay. Wie du meinst. Alles klar, Travis. Sterb mir bloß nicht weg hier. Ich brauche meinen Radiosender. Nämlich nicht mit euch reden kann und hier nicht am Quatschen bin, dann wird mir zu langweilig ohne Radio. Und deswegen mache ich mir immer gerne das Radio an, wenn ich Fallout alleine spiele und die Sachen erkunde, wo wir waren, und loote. Okay, es sind auf jeden Fall wieder Gegner hier, obwohl wir ja hier eigentlich schon gewesen sind. Aber es klingt nach einer Küchenschabe. Ah nein, hier sind auf jeden Fall noch andere Gegner. Es sind wieder Raider hier. Mal wieder. So, der erste Raider hat's hinter sich. Zwei. Und Gauga und Bull, da sind die beiden Schweine. Beiden Anführer. Travis, was machst du da? Bleib mal geschmeidig, Junge. Bleib zurück, hab ich doch gesagt. Ah, da
schleicht er. Er hat immer noch keine Waffe. Versucht er etwa versucht er einen Faustkampf mit mir zu machen, der Idiot. Cool, der hat so eine Lederjacke. Yeah, Greaserjacke und Jeans. Das gleich mal anziehen. Sind auf jeden Fall noch Raider am Start hier. Na, du kannst erstmal da bleiben, du Arschloch. Ach, lüg doch nicht. Nur weil ihr zu dumm seid, zu raffen, wo ich bin, heißt es noch lange nicht, dass ich einen Stealth Boy benutze. Soll ich dich hier mal rumtrampeln wie noch was? Weil ihr eh keine Gefahr für mich darstellt, weil ihr so dumm seid. Aber die sollen über mir sein, angeblich. Laut meines Radars sind die über mir. Ach ja, hier gab es ja noch so einen Aufgang, ne? Wo mir letztens einer in den Rücken geschossen hat. Oder? Okay. Ein ganz schöner Aufwand, nur um Leute abzufüllen. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Ja, das stimmt. Mit euch, nämlich. Hä, hier gab es doch irgendwo einen. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Hier gab es doch irgendwo ein Treppenhaus letztes Mal. Irgendwie ist die Brauerei größer geworden, habe ich das Gefühl. Na, ich habe nur mal wieder keinen Orientierungssinn. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Oh. Ich will die Typen eigentlich zuerst killen. Bevor ich den Vadim befreie. So, jetzt sind wir aber auf der richtigen Ebene, oder? Nee, hier waren wir da eben auch schon. Sag mal, wo sind die denn? Da! Zack! Schieße ich mir da mal den Kopf ab, Junge. So sieht's aus. So, aber das waren noch mehr. Da war nicht nur der. Das ist doch scheiße. Die sind wir doch reingekommen. Wie kommt der denn hier hin? Oh, Leute, ich raff's mal wieder nicht. Was zum Teufel war das? Ich wette, ich laufe zum 10. Mal an dem Eingang. Ach, hier ist es. Ich wusste es, dass ich das 10. Mal dran vorbeilaufe. Was zum... Nein, nein, hab sie gefunden. Oh, jetzt schiebt mich... Schiebt die mich hier rein in die Schussbahn der Raider. Oh. So. Looten, looten, looten. Nein. Travis will ich nicht bestehlen. Der ist doch ein guter. Guck. Was hast du vor? Hier sind teilweise wieder Sachen. Obwohl ich hier letztes Mal alles geplündert habe, sind auch in den Schränken und so teilweise wieder Sachen drin. Ja, das ist dann, damit man natürlich nachher noch Munition findet, ne? Wenn man, mal angenommen, man würde im Spiel alles nur einmal finden und da hat man ja irgendwann keine Munition mehr oder so im Zweifelsfall. Deswegen denke ich mal, haben die das so gemacht, dass man... Ein Experten-Safe, den habe ich glaube ich noch nicht geplündert das letzte Mal, weil ich es nicht konnte, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also Safes und so füllen sich normalerweise nicht wieder auf. Oh, fast. Immer noch nicht. Jetzt aber. Ah, ja, jede Menge Munition. Das ist gut, kann ich gut gebrauchen. So, Vadim. Du hast versucht, uns umzubringen, oder? Vermute ich mal. Hey. Danke. Ich wusste nicht, ob jemand kommen würde. Ich dachte, dass das vielleicht das Ende ist. Danke. Das vergesse ich dir nie. Ja. Du bist ein Idiot, dass du dich überhaupt mit diesen Pennern eingelassen hast. Okay. War vielleicht nicht das Klügste. Aber jetzt ist ja wieder alles gut. Diese Idioten haben Kronkorken und Camps einfach rumliegen lassen. Sie haben es nicht gemerkt, als ich mir die Taschen vollgepackt habe. Hier, das Zeug hast du dir verdient. Ah, cool. 200 Kronkorken bekommen. Er hat immer noch so ein Symbol über dem Kopf. Travis, ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Hey, Travis. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Wie bist du denn in diese Sache reingezogen worden? Keiner hat mich dazu gezwungen. Ich wollte helfen. Du steckst voller Überraschungen, mein Freund. Ja. Die
Die Frauenwelt würde ihn lieben, jetzt, wo er ein Held ist. Hey. Mann, was für ein Tag, was? Hey, ich wollte mich noch bei dir bedanken. Das hier war... Nun ja, es war völlig verrückt. Aber ich glaube, ich habe einiges dazugelernt. Du hast alles ganz gut überstanden, Travis. Das freut mich für dich. Danke. Ganz gut überstanden? Ich erkenne dich kaum wieder, Travis. Wenn ich nach all dem an die Sachen denke, vor denen ich früher so viel Angst Travis hatte, sieht aus wie ein Zombie, ey. Dann wirkt das jetzt irgendwie... Als eingefallenen Augen. Albern. Verstehst du? Ich hatte immer Angst, meine Sendung im Radio zu machen. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, verprügelt und beschossen zu werden. Ich kann so viel mehr aus meinem Leben machen. Und das werde ich auch. Wie dem auch sei. Danke nochmal. Ich schulde dir was. Selbstvertrauen ist alles, abgeschlossen. 400 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Ich bin mal gespannt jetzt, ob in Zukunft, wenn ich das Radio anmache, ob Travis dort anders auftritt, weil er war ja wirklich immer so sehr zurückhaltend, hat dann einmal gesagt so, ja, hallo, hier ist euer Travis von Diamond City Radio, so ungefähr. Und ich bin mal gespannt, ob er jetzt mehr Selbstvertrauen hat und anders auftritt im Radio, ob sich das jetzt wirklich, diese Quest. Ich vermute es aber mal, weil Fallout war in diesen, was solche Geschichten angeht, immer sehr detailverliebt und hat auf sowas Rücksicht genommen, sag ich mal. So, dann gehen wir jetzt mal hier. Das war jetzt keine Quest aus Diamond City, sondern ich glaube, die war von den Robotern von dieser Plantage Abernathy Farm angegriffen. Hilft der Verteidigung der Abernathy Farm. Okay, das habe ich so noch nicht gehabt bis jetzt. Ihr seid jetzt gerade live dabei. Das erste Mal, wo wir angegriffen werden. Ich habe mal ohne euch in Sanctuary auch einen neuen Geschützturm und so aufgebaut. Damit das Ganze wieder gut verteidigt ist. Da sind jetzt zwei kleine Geschütztürme und ein großer Geschützturm. Aber in der Abernathy Farm habe ich natürlich so noch nichts gebaut, in dem Sinne. Deswegen ist es hier kein Wunder, dass die angegriffen werden. Ich wollte sagen, du siehst aus wie Piper. Steht da groß Raider Psycho in der Anzeige. Guck mal, die regenerieren sich. Der hat sich ein Stimpack gespritzt, bestimmt. So, einer ist noch irgendwo im Gebüsch. Da ist er. Da fällt ihm der Kopf ab. Komme ich jetzt irgendwas dafür, dass ich bei der Verteidigung geholfen habe? Scheinbar nicht, ne? Aber es ist ja eigentlich auch meine Pflicht, hier zu helfen. Mal gucken, ob sie uns was gibt zur Belohnung. Wir haben ja die Quest jetzt schließlich abgeschlossen. Hey. Willst du was kaufen oder verkaufen? Nee. Ich muss passen. Wie du meinst. Schade, keine Erfahrungspunkte für uns. Sind die Raider jetzt despawned, die Leichen? Wieso konnte ich denn nur den einen plündern? Aufgepasst. So, Piper. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Nee, du musst ein paar Sachen von mir tragen. Das ist natürlich ein bisschen dumm jetzt hier mit der Ausrüstung, die Piper anhat, die ich ihr gegeben habe. Weil dadurch muss ich immer sehr aufpassen, welche Sachen ich ablege später. Wenn ich sie nämlich später loote, um die Sachen zu verkaufen und sage dann hier, alles nehmen, dann nimmt man auch die Sachen, die sie ausgerüstet hat, leider. So, hier diese Grease-Jacke wollte ich eigentlich mal. Ah, die bringt Glück. Okay, dann ist das leider ein komplettes Outfit und keine Rüstung, die ich so drunter ziehen kann. So, ich wollte aber jetzt weitermachen hier unten. Dann porte ich mich mal hier zur Arc-Jet.
Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Vielleicht kriege ich das diese Episode noch hin, aber wir fangen zumindest damit an. So, nochmal kurz auf die Karte gucken, wo wir hin müssen. Okay, die Ausrichtung stimmt schon mal ungefähr. Untersucht die Wasseraufbereitungsanlage. Oh, shit. Jetzt stehe ich hier natürlich mitten im Feld und habe überhaupt keine Deckung. Und bin auch noch, was die HP angeht, gar nicht mal so gut ausgerüstet. Boah, der Supermutant hat sich selbst die Luft gesprengt. Das war wieder so ein Attentäter. Das gehört jetzt uns. Alter. Den hat's zerrissen. Nukleares Material. Die sollen mal lieber hier Glasfaseroptik brauche ich dringend. Damit ich mein Gewehr verbessern kann. Alles klar. Spawnen da einfach mal Supermutanten, die da abhängen. Das ist noch ein ganzes Stück. Schnell hier durch. Ah, da unten ist wieder irgendwas, da gibt es bestimmt wieder was zu entdecken. Auf jeden Fall macht es hier Geräusche, als würde da irgendwas rumlaufen. Vielleicht Meyerlocks? Ich würde ja gerne mal gucken, ob da irgendwas drin ist. Irgendwas macht hier auf jeden Fall ominöse Geräusche. Okay. Hat Piper irgendwas getötet? Was hat da so Geräusche gemacht? Egal, es geht weiter zur Wasseraufbereitungsanlage. Das ist sie bestimmt, oder? Gehe ich mal schwer von aus. Ah, da sind wieder Supermutanten am Start. Stehen bleiben würde. Tut uns leider nicht den Gefallen, stehen zu bleiben. Man muss ja so sterben. Da hinten war auch noch einer, aber der ist bestimmt zu weit weg. Den kriege ich so nicht. Gehen wir mal weiter. Gucken, wo der Eingang ist. Ist das denn hier die Aufbereitungsanlage? Ja, oder? So, hier wird mir auch was Rotes angezeigt auf der Karte. Dann sind doch da bestimmt auch Supermutanten irgendwo. Da ist einer. Was hat der denn an? Hat der eine Powerrüstung an? Ich hab wieder so ein... Ah, scheiße. Das ist wieder so ein Sprengstofftyp. Boah. Alter. Alles okay, Piper? Ja, wenn man 90 Schuss im Magazin hat, wenn die auch so auf einen zustürmen, ist es doch recht knapp. Ja, oder du versteckst dich doch. Hat er sich jetzt in die Luft gesprengt? Nein, der hat einen Molotow-Cocktail geworfen. Ah, da ist er. Huch, was ist jetzt passiert? Ich bin irgendwie hier hingeportet worden.
Erledigt. Da ist noch ein Hund. Ja, lauf ruhig weg. Es nützt dir nichts. Wenigstens kriege ich hier keine Strahlung, wenn ich im Wasser rumlaufe. So, kurz was essen. Oder trinken, ist auch okay. Und looten, Leute, ihr kennt das. Einkaufswagen voller Fleisch. Lecker. Okay, wir müssen in die Aufbereitungsanlage reingehen, um die Quest zu erfüllen. Dann machen wir das nächste Episode. Diese Episode jetzt hier noch kurz alles plündern. Supermutantenhelm. Hm, nicht schlecht. Huch. Einsetzen wollte ich mich nicht. Ich wollte da looten. Ich möchte ihn gleich wieder überladen. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Cotsworth 2 hier unterwegs. Sie beschwert sich auch ständig, wenn wir die ganzen Sachen mitnehmen. Kommen wir hier rein? Aufzug, okay, da geht's wahrscheinlich dann direkt in die Anlage. Ist ein alternativer Eingang bestimmt. Vermute ich mal. Schöne Musik. Aber machen wir mal aus. Nicht, dass ich Ärger bekomme. Gut, hier ist jetzt sonst so weiter nichts, oder? Ich glaube, ich habe die meisten Mutanten jetzt auch gelootet. Ein Fleischsack ohne Inhalt. So, hier war ich, glaube ich, noch nicht. Ist klar. Hier ist noch so ein kleines Häuschen. Das checke ich auch noch kurz. Ja, seht ihr, das lohnt sich. Überall Sachen, die man gebrauchen kann. Alles klar, Leute, dann setze ich hier einen Cut und in der nächsten Episode geht es dann weiter hier mit den Supermutanten in der Wasseraufbereitungsanlage. Also schaltet wieder ein, Leute, hier zur nächsten Episode Fallout 4. Ciao, ciao, euer Silent.